Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Atomic Zockt mit einer neuen Folge City Skylines. Wir befinden uns hier inzwischen in der 123. Folge. Finde ich doch schon erstaunlich dafür, dass ich am Anfang erst so ein bisschen planlos mal losgebaut habe und einfach mal geschaut habe, was so geht, was nicht geht. Und wenn man dann mal guckt, wie wir angefangen haben und wo wir jetzt stehen, das ist schon ganz... Ja, ganz enorm die Entwicklung, die wir da genommen haben. Ja, die Entwicklung der letzten Folge war ja hier, dass wir die... Gehen wir hier einmal... Ja, ist da noch die U-Bahn an? Genau. Dass wir hier diese U-Bahn etwas ja, verlegt haben, die Strecke. Vorher ging das hier in quasi rechten Winkel hier weg und dann hier hinten irgendwie so rum. Um dann hier reinzuführen, lag einfach daran, dass hier die Kachel... eben noch nicht gekauft war, als wir die U-Bahn gebaut haben. Und wir haben das Ganze jetzt mit so einem eher langen Bogen gelöst oder lösen wollen. Hat sich nicht ganz ergeben, weil wir hier keine passende Straße hatten. Klar, wir hätten die Straße auch ein bisschen anders bauen können oder umändern können, haben wir aber nicht gemacht, weil ich dieses Straßenlayout beibehalten wollte. Und dementsprechend kam dann hier dieser Kreuzungsbahnhof hin, der Plusbahnhof. Und ja, es ist es halt zwar auch immer noch hier mit so einer kleinen S-Kurve hier oben, hier mit einer langgezogenen Linkskurve oder Rechtskurve, je nachdem, welche Fahrtrichtung man das betrachten möchte. Aber es ist auf jeden Fall etwas ja, geschmeidiger in die Landschaft gelegt oder unterirdisch in den Boden gelegt. Den Vorteil, den wir daraus hatten, dass wir jetzt ja hier diesen Plusbahnhof gewählt haben, ist, dass wir von hier aus noch eine weitere Linie starten lassen können. Beziehungsweise wir hier eine Kreuzung haben zweier Linien und die führt dann einmal hier über den Nordbahnhof. Ja. So, hier lang. Da sehen wir, dass wir die U-Bahn-Station direkt hier nebenan hingestellt haben und dann fahren wir hier weiter, halten hier sogar noch einmal mittendrin an im Kreiselviertel, um dann hier oben abschließend zu enden, wie auch immer diese Station da oben heißen mag. Da können wir auch mal gucken, ob wir dieses hier mal richtig benennen. Das ist dann gleich gar nicht mal so verkehrt. Ja, Frage war ja noch gewesen, was passiert hier noch? Endet die Linie einfach hier? Wollen wir die noch irgendwie weiterziehen? Und ich würde die ganz gerne noch weiterziehen. Wir können einmal kurz von oben hier drauf schauen. Ich hoffe, man sieht das halbwegs. Nee, eigentlich gar nicht, ne? Okay, müssen wir so ein bisschen mit der Maus hier nachfahren. Also wir haben hier einmal jetzt unsere komplett neue Linie, die wir auch noch nicht benannt haben. Die hier über den Bahnhof Nordstadt fährt, hier zum Plusbahnhof und dann irgendwas hier hinten macht. Also hier erstmal ein großes Fragezeichen. Hier haben wir dann diese grüne Linie, die von hier oben startet. Was ist das hier? Vom unendlichen Viertel geht es dann hier runter bis zur Uni. Müsste doch hier die Uni sein, ne? An der Stelle, ja doch, das ist die Uni. Und hier oben läuft noch eine andere Linie parallel, die führt dann zum Bahnhof und von hier aus führt auch noch eine zum Bahnhof, zum Hauptbahnhof. Wir sehen hier, dass wir unterirdisch auch zwei Linien haben, die dementsprechend hier den ursprünglichen Teil von Großfischdorf schon mit abdecken. Könnte man vielleicht ein bisschen enger noch steuern, die Station, aber ich würde es erstmal so belassen. Ich glaube, das ist dicht genug für eine U-Bahn. Also müssen wir hier in der Hinsicht auch nicht mehr wirklich viel machen. Hier haben wir ja auch schon die Station. Und hier oben gibt es auch nochmal eine Linie hin, die hier reinführt. Das ist aber dieselbe, die hier unten lang geht. Also die ist einfach hier so als U quasi gebaut. Was uns jetzt fehlt, ist irgendwie hier in diesem Bereich, würde ich sagen, dass da vielleicht noch ein oder zwei U-Bahn-Stationen platziert werden könnten. Die Frage ist jetzt, was passiert jetzt mit dieser Linie? Wir können jetzt hier mit dem Bogen hier links lang fahren, also hier ein bisschen Richtung Süden uns bewegen, weil hier haben wir schon jeweils eine Station. Dass wir hier irgendwie in diesem Bereich vielleicht das nächste Mal anhalten oder hier so, muss man mal schauen. Die Frage ist, wollen wir hier
eine Möglichkeit geben, umzusteigen. Also sprich, hier vielleicht auch einen Plusbahnhof hinsetzen. Das wäre dann noch zu klären. Dann könnte man hier nämlich auch anhalten. Ich würde aber zwischendurch, glaube ich, trotzdem nochmal eine Station einstreuen. Die müsste dann halt nur hier eher sein, weil sonst zu dicht wird. Und dann könnte man von hier aus das Ganze nochmal irgendwie in diese Richtung so ein bisschen erkunden, sage ich mal. Das Katzenviertel hat hier unten ja schon quasi eine Station. Aber dass man hier nochmal schaut, ob man irgendwie hier in diesem Bereich hier oben oder hier nochmal ein, zwei Stationen hinbekommt. Das wäre jetzt so grob das Ziel für heute. Plus mal zu schauen, was denn mit den Gebäuden so passiert, mit der Nachfrage. Und ja, kurz dazu, ich habe immer noch nicht die Mod aktiviert. Das wird dann in der nächsten Aufnahmesession aber passieren, dass wir einmal probieren, was passiert eigentlich, wenn wir jetzt die Realistic Mod anmachen in Bezug auf die Gebäude. Also, wenn jetzt so ein Gebäude, wir haben ja hier so eins stehen, ein relativ großes, da können jetzt 16 Haushalte drin wohnen, wir hätten das glaube ich schon mal durchgezählt. Ja, dann hat man hier sehr viel Fläche pro Wohnung. Und wenn das Ganze jetzt ein bisschen realistischer aufgebaut wird, dann können hier deutlich mehr... Ups, das war ein kleiner Sprung hier irgendwie, warum auch immer. Dann können hier deutlich mehr Haushalte drinnen wohnen. Und wir haben dann aber auch noch hier hinten in der Industrie noch... Oh, hier ist aber auch einiges los. Was haben wir denn? 16.30 Uhr, es geht auf den Feierabend zu. Wollen jetzt noch die letzten Waren hier loswerden. Ja, in der Industrie wird es dann auch so sein, wir sehen hier, da können jetzt aktuell 24 arbeiten, hier 18. Das wird dann doch durchaus mehr werden pro Gebäude. Könnte eben dazu führen, dass wir, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder die Industrie wird sich zurückbauen, weil nicht genügend Einwohner einfach vorhanden sind. Oder die Nachfrage nach Wohnraum wird einfach tierisch steigen, was erstmal gut wäre. Dann können wir hier nämlich das Ganze auch füllen. Müssen nur schauen, ob wir genügend Platz haben noch für die ganzen Einwohner, die dann irgendwie gebraucht werden. Aber das sehen wir, wenn wir das Ganze ausprobieren. Und was wir jetzt heute machen wollen, ist ja erstmal, hatte ich ja eben schon gesagt, diese U-Bahn-Station hier oder die U-Bahn-Linie hier weiterziehen. Also wir wollen jetzt hier irgendwie so hoch. Nicht Gebäude. Ja. Lass uns nochmal überlegen. Wenn wir jetzt hier diese U-Bahn haben. Macht das oder ergibt das einen Sinn? Wir fahren hier unten über die Nordstadt, über S-Bahnhof Nordstadt. Hier Nordstadt Central, wie auch immer die Station hier heißen mag. Um dann hier oben eine Umstiegsmöglichkeit zu bieten. Wir haben hier vorne aber schon die Möglichkeit, auf diese Linie zu wechseln. Und diese hier, die führt, glaube ich, auch bis zum Hauptbahnhof. Ne? Warum haben wir jetzt die Linien da? Welche ist das hier, die wir hier oben haben? Gucken wir uns gerade einmal an. Uni-Industriegebiet. Achso, nee, das ist die Uni-Linie. Die startet gar nicht hier. Ah, guck mal, da hatte ich einen kleinen Fehler, einen Denkfehler gehabt. Dann ist das ja auch gar nicht so verkehrt. Ich hatte mir schon gedacht, so, jetzt haben wir hier die gelbe, die startet hier und die grüne startet hier und die treffen sich hier unten wieder. Nee, Pustekuchen, stimmt ja gar nicht. Die grüne startet hier oben. Das heißt, wir haben hier sowieso mal die erste Möglichkeit umzusteigen in Richtung Bahnhof. Das ist aber gar nicht so verkehrt. Dann können wir hier umsteigen, dann hier hinfahren. Ja, das passt dann schon, das ist schon mal ganz gut. Und das ist dann diese Ringlinie, die wir hier haben. Genau, Botanischer Garten und Großfischdorf Süd. Ja, Botanischer Garten stimmt nicht mehr ganz. Die hat man hier oben geendet. Jetzt wird die inzwischen durchgezogen. Und ja, fährt dann hier nach Großfischdorf Süd in das Industriegebiet. Da wäre dann die Frage, ob wir denn, also ich glaube, da brauchen wir hier keine Kreuzung. Wir haben die Möglichkeit, von der grünen hier schon umzusteigen auf die rote. Und die gelbe hat hier hinten die Möglichkeit, dann fahre ich halt vom Bahnhof in diese Richtung erstmal los, um dann da hinten hinzukommen. Das heißt, die würde ich hier autark bauen. Muss man nur mal schauen, wo die dann hier platziert werden kann.
an welchen Straßen. Und wir müssen halt tief genug bauen, ne? Das ist auch schon mal. Was ist das hier? Warum? Ja, lassen wir erstmal. Also wir kommen von hier unten. Haben hier ja schon eine U-Bahn-Station. Hier unten auch. Jetzt wäre die Frage, also hier, die können wir leider nicht bauen. Die wäre vielleicht ganz schön. Ja, hier kriegen wir die aber auch nicht so rangebaut, wie wir die brauchen. Das können wir natürlich lösen, indem wir sagen, wir möchten hier auch Kacheln haben, dass wir die da ransetzen können. Aber das ist ein bisschen früh, oder? Wenn wir hier schon den Ausstieg haben im Park. Aber es hätte auch was, wenn wir hier mitten im Park aussteigen. Lass uns hier mal gucken. Wenn wir die Straße hier jetzt nehmen. Und ich möchte jetzt hier ganz gerne. Ja, was dran bauen, das geht aber gar nicht. Nee. Das ist leider eine Straße. Das ist eine Parkstraße. Da können wir gar nichts machen. Also weder über. Das ist ein Sonic Adjuster. Also ich gehe zumindest mal davon aus, dass wir das hier machen können. Wir können es aber einschalten. Ältere priorisieren. Und ändern das Ganze hier mal. Oh, guck mal, es klappt doch. Gebietstiefe. Reicht uns eins. Ja. Guck mal an. Das ist doch perfekt. Minus. Ich glaube, eine minus 3,5. Dann haben wir es dichter dran. Nee, den wollen wir nicht. Wir machen das doch auf ganz normal auf 0. So. Guck mal, dann geht das doch an der Stelle. Dann können wir hier auch unsere U-Bahn-Station hinstellen. Ah. Ja, dann müssen wir die leider so bauen, dass hier vorne das eine Gebäude flöten geht. Das ist dann eben so. Also dann geht die Linie. Gucken gerade mal weiter. Und hier eben den Bogen und haben wir hier relativ zentral im Park einmal die Station. Dass wir hier diesen Bereich quasi mit abdecken. Und da müssen wir mal schauen, wie wir hier am geschicktesten durchkommen. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir können jetzt hier das Ganze auch machen, dass wir hier am Parkplatz quasi die Station haben. Fast ausgerichtet. Dann haben wir hier so einen leichten Versatz nach rechts. Das könnte man vielleicht sogar so grob sogar als Umstiegspunkt nehmen. Würde ich aber, also das ist ja nicht die Absicht dahinter, in der ganzen Aktion. Und dann geht es hier oben rein. Aber da haben wir keine diagonalen Straßen. Das heißt, wir müssen dann halt gucken. Oh, guck mal. Das ist doch wieder für gemacht, oder? Das wäre doch wieder für gemacht. Und dann müssten wir, wenn wir hier, ja, natürlich diese blaue Linie, die müssen wir vielleicht einmal da rausführen. Ne, die bleibt ja eh nur hier drin. Ja, die Idee ist, wir sehen, wir haben hier auch relativ wenig Buslinien, dass wir hier nochmal eine haben, die dann die U-Bahn vielleicht mit dem Bus hier verbindet. Aber das können wir immer noch mal schauen. Lasst uns erstmal jetzt so grobe Stationen verteilen. Da haben wir hier noch mal eine Station. Ja, mögt ihr nicht, aber sobald die Linie kommt, ist wieder alles gut. Genau, hier brauchen wir keinen Umstiegspunkt, weil dafür ist dann die rote Linie zuständig und nicht die gelbe. Dann fahren wir hier rein. Und ja, wo möchten wir denn die Station enden lassen? Ja, sicherlich nicht hier. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen, die hier relativ zentral reinzusetzen. Aber es ist eher ein kleines Wohngebiet, ne? Das sind auch die dünn besiedelten oder gering besiedelten Gebäude, das möchten wir nicht. Dass wir hier an der Stelle was bauen. Also was Großes, so Massentransportmittel brauchen wir dann nicht. Dann können wir hier aber schauen. Hier haben wir es auch eher dünn besiedelt. Hier außen ist nochmal viel.
aber vielleicht könnten wir wirklich auf die Seite was setzen. Wo haben wir sonst die anderen? Die haben wir hier unten einmal. Hier haben wir die S-Bahn. Unten ist noch eine Station. Und hier soll es sowieso nicht weitergehen an der Stelle. Aber da können wir leider auch nichts ransetzen. Da ist wahrscheinlich das von der vom Terrain her nicht möglich. Ja, oder die halt hier so enden lassen. Das ginge auch. Wir haben ja hier noch die Bushaltestelle. Das heißt, wenn wir hier die U-Bahn enden lassen, vielleicht sogar auf der anderen Seite, dass wir hier hinkommen, dann haben wir die Möglichkeit, hier auf diese gelbe Linie oder auf die lila Linie umzusteigen und uns hier runterfahren zu lassen. Das wäre doch auch gar nicht so verkehrt, ne? Ja, das machen wir. Ja. Und hier oben endet also unser U-Bahn-Abenteuer. Ja, wir setzen uns direkt hier an die Ecke. Und könnten hier schauen, was haben wir eigentlich hier für Zonen ausgerufen. Daneben kommt nochmal... Oh, nee. Das Ganze ein bisschen kleiner. Irgendein kleines Gewerbe. Könnt ihr mir hier vorstellen, hier auf dieser Seite auch. Und dann mal, ja gut, nehmen wir das noch mit. Das ist ja so ein kleiner, nicht kleiner Gewerbepark, aber vielleicht so ein kleiner Platz mit irgendwelchen schönen kleinen Marktständen. Ja, ich weiß, es wird dazu nicht kommen, weil das so nicht möglich ist, aber mit ein bisschen Fantasie kann man das sich ja so denken. Wir möchten jetzt mal wieder hier bauen. Und dazu müssen wir in den Untergrund gehen. Aber jetzt kommen wir wieder nicht rein. Ja, das ist schon immer... Ich weiß nicht, was hier aktuell los ist. Achso, weil ich hier wieder das nicht richtig hatte. So, jetzt sind wir im Untergrund. Und bauen hier mal weiter. Ist natürlich die Frage, wo sind wir hier? Bei minus 24. Boah. Okay. Was ich natürlich auch machen könnte, wäre erstmal ja, das hier vielleicht ein bisschen weiterziehen. Und dann hier mit dem Bogen arbeiten. Na guck mal, hat man auch alles schön verbunden. Was müssen wir hier machen? Hier wollten wir einfach geradeaus durch. Genau, hier wollten wir keine Station mehr machen. Das wollten wir nicht, weil die grüne Linie kann hier oben umsteigen und dann hier aussteigen. Und vom Bahnhof können wir auch in die Richtung fahren, um da oben hinzukommen. Ja. Und ich sag mal, sollten wir immer noch mal eine Linie bauen wollen. Ach, wir haben immer noch die Kurve an, okay. Na, müssen wir doch ein bisschen tiefer unten runter durch. Schauen wir mal, wie es von hier aus erstmal losgeht. Also grob bis hier hin. So sind wir auf minus 12. Ja, das funktioniert so leider nicht. Da sind wir nicht tief genug. Wenn wir von hier starten, sind wir hier bei minus 9. Also müssten wir hier so ein bisschen tiefer kommen. So, dass wir... Na, welche Linie ist das denn hier? Erstmal auch so gerade. Das müsste dieser Punkt hier sein. Der hier. Minus 9. Gehen wir mal auf minus 24 runter. Dann kommen wir hier auf jeden Fall durch. Wenn wir hier noch passend drehen, müssen wir das ganz tiefer gelegte auch nicht allzu weit bauen. Dann können wir jetzt mal schauen. Ja, dann geht es zwar ordentlich nach unten, aber das ist dann eben so.
Ja, von hier aus. Wie sieht's aus, wenn wir gerade bauen? Gerade wäre in die Richtung. Okay. Das heißt, wir ziehen von hier. Das Ganze mal hier so rüber. Dann haben wir hier eine relativ geringe Steigung oder ein geringes Gefälle. Das sind schon mal ganz gut. Jetzt müssen wir nur noch diese beiden Stationen verbinden und haben es dann auch geschafft. Da gehen wir erstmal so ein bisschen gerade wieder raus. Jetzt sind wir bei minus 12. Hier vorne sind wir bei... Ah, bei minus 12. Okay. So einfach hier. Mit den ganzen Häusern, wenn ich das irgendwo ansnappen möchte. Warum machen wir es uns so kompliziert? Keine Ahnung. Wir benutzen dieses Tool auch hier einfach mal. Und möchten von hier nach hier die Verbindung haben. Wir können das Ganze hier noch ein bisschen ziehen. Irgendwo Richtung 35 machen wir hier mal. Und hier gehen wir auch so in die Richtung. Vielleicht ein bisschen dichter ranzoomen, dann sehen wir nämlich auch, was da passiert. Ne, sehen wir nicht. Müssen wir andersrum machen. Ja, und dann können wir hier das Ganze auch auf 35 stellen. Und hier nochmal leicht den Bogen ein bisschen vergrößern. Ja. Und schon haben wir das Ganze zusammengebastelt. So, gucken wir mal, wo sind wir denn auf welcher Höhe? Minus 21 war. Ja, dann sollte das doch soweit erstmal passen. Das heißt, wir können jetzt hier unten diese Linie weiter fortführen. Nur gucken, dass wir hier dran sind. Keine neue Linie. Wir möchten hier ach komm, das kann doch jetzt nicht so schwierig sein, die richtige Seite zu treffen. Also geht schon mal hier hin. Da fügen wir dann gleich was ein. Wo haben wir die nächste Station? Hier oben. Jetzt haben wir eine neue Linie. Dann machen wir es ganz einfach. Dann ziehen wir die schon mal in die Endstation. Ja, das hat ja wunderbar nicht funktioniert. Warum nicht? So, nehmen wir nochmal diesen Punkt. Hart nicht auffindbar. Haben wir hier irgendwo eine Verbindung, die nicht funktioniert? Machen wir erstmal hier unten. Ne, das. Genau. So, jetzt haben wir es hier auch doppelt. So, an die andere Seite. Und die soll. Hier hin. Fahrt nicht auffindbar. Okay, das heißt, wir haben hier irgendwo eine Stelle, die so nicht funktioniert, wie sie funktionieren soll. Das wird natürlich jetzt etwas tricky, die rauszufinden, weil das alles im Untergrund gebaut ist. Ja, ich glaube, so sieht man es auch einfach nicht, was hier noch funktioniert und was hier nicht funktioniert. Lass uns mal hier einfach eine neue Linie machen. Von hier nach hier hin geht es. Ja, und da kann der Pfad nicht gefunden werden. Aber warum? Ah. Guck mal an, das sieht doch hier, ja, das sieht hier ziemlich kaputt aus. Diese Stelle hier. Dann bauen wir das Ganze doch nochmal von hier.
da rein. Das ist jetzt richtig verbunden. Hoffen wir mal. So, und gucken nochmal. So, die möchten wir nicht mehr haben. Ja, dann ist die Linie auch weg. Na, schon mal gut. Und dann können wir hier die Endhaltestelle weiterziehen. Und zwar hier oben hin. Ja, guck mal, und jetzt funktioniert es nämlich auch. Dann fügen wir einmal die Station hinzu. Ja, oder freuen Sie sich? Ja. Was ist hier los? So, jetzt geht das hier auch. Und wir müssen hier noch den Rückweg auch mit einplanen, beziehungsweise auch den Hinweg. Die hatten wir ja verschoben oder verzogen, die Linie. So, und jetzt haben wir das Ganze hier. Die gelbe Linie fährt also hier vom unendlichen Viertel bis hier oben hin zum Katzenviertel, wie auch immer man das nennen möchte, an diese Linie. Wir haben hier bewusst keinen Umstieg geplant. Da könnte man aber nochmal drüber diskutieren. Oder ob wir hier zwischendurch auch nochmal vielleicht hier anhalten müssen, müssen wir hier nochmal so eine kleine Verwerfung machen. Das sollte aber, glaube ich, kein Problem darstellen. Alternativ wäre natürlich auch, wir könnten hier noch so eine kleine Straße rausnehmen, wo wirklich nur die U-Bahn-Station dran liegt. Das wäre auch nochmal etwas, was wir so noch nicht hätten. Und dann können wir das Ganze so lösen, auf die Art und Weise. Genau, was wir jetzt auch machen wollten, war ja auf jeden Fall mal hier zu schauen. In diese Station. Unterirdische Bahnstation, ja. Schön. Aber das ist einfach hier das Kreiselviertel. Schreiben wir denn noch ein U vor? Ich glaube, das machen wir anders. Wir machen das so in Klammern dahinter mit U. Und hier vorne haben wir das Ganze jetzt auch unterirdisch gelegt. Das ist dann das das unendliche Viertel. Wird dann, glaube ich, so geschrieben. Und natürlich ist das Ganze auch im Untergrund. Dann geht es hier weiter. Glaube ich, unten Nordstadt hatten wir schon umbenannt. Nein, hatten wir nicht. Dann haben wir den Bahnhof, glaube ich, nur umbenannt, ne? Nordstadt. Oh, falsche Klammer. Nordstadt U. Ja, ich muss dringend das mit dem Mikrofon hier nochmal wieder anders machen. In der nächsten Session wird es auf jeden Fall anders aussehen. Und dann geht es hier weiter. Ja, und hier wäre dann die Frage, ist das denn wirklich... Ja, was ist das denn? Nehmen wir das hier mal als Nordstadt Zentral. Das Ganze auch im Untergrund. Und die anderen Stationen, hier haben wir gerade noch eine Beschwerde. Dass die Straßenanbindung fehlen würde, aber wir haben doch hier keine Straßenanbindung. Mhm. Ja, hier steigt auch keiner aus. Dann geht das hiermit doch nicht. Das wäre natürlich ärgerlich. Das müssen wir uns auf jeden Fall nochmal anschauen. Wie wir das denn hier vielleicht lösen können. Vielleicht müssen wir die Station doch irgendwo anders hinlegen. Und nicht hier hin. Da müssen wir nochmal schauen, wie wir das denn hier machen, weil die muss jetzt so ausgerichtet bleiben. Okay, da gucken wir nochmal. Und dann haben wir hier hinten ja nochmal eine Station gebaut. Wo genau? Es war hier rein, ne? Da ist sie. Was haben wir denn hier für ein Viertel überhaupt? Das Wiesenviertel. Geht das so weit rüber? Nee. Das botanische Viertel, das ist ziemlich groß. Das sind hier
Alles Wohngebäude. Und unten denn der Bürobereich. Ah, da müssen wir mal überlegen, wie wir das hier nennen. Die Straße hier im Namen. Gab es nicht einmal Straßennamen? Hätte man das ja hier einfach nutzen können. Offensichtlich jetzt gerade nicht. Na gut. Und hier hinten, das ist dann relativ eindeutig. Oh, da ist schon was drumherum gebaut worden. Guck mal an. Ja, das reicht auch, oder? An der Stelle. Das wollte man da nicht haben. Wir könnten hier das Ganze auch noch bebauen. Mit Gewerbe machen wir auch so. Und auf diese Ecke kommt nochmal ein Bürogebäude. Oh, nein. So. Und das wird dann hier das Katzenviertel sein. Da wollten wir gucken. Nee, es ist genau außerhalb. Also, nee, eigentlich ist es genau noch drin. Ja, dann wird das das... Nee, die nennen wir nicht Katzenviertel. Die Station nennen wir Katzenviertel. Katzenviertel. Und zwar im Untergrund. So. Und da werden wir jetzt auch noch bei Zeiten die ganzen anderen Stationen immer so Stück für Stück umbenennen. Das glaube ich dann ganz gut. Hier ist auch ein bisschen diesiger. Da müssen wir nochmal schauen. Ja, jetzt natürlich die Kriminalität hoch, warum auch immer, da ist da keiner. Läuft doch keiner rein, läuft keiner raus. Ja, damit müssen wir nochmal schauen, was wir hier mit diesem schönen Ding dann anfangen. Aber das wird dann Teil der nächsten Folge, der nächsten Folgen sein. Wie gesagt, beim nächsten Mal gucken wir auch mal mit der Realistic Population Mod, wie die so ankommt. Ob die überhaupt gut ankommt. Und ja, wir wagen dann einfach mal das Experiment. Aber bis dahin sage ich erstmal wieder danke fürs Zusehen und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Bis dahin, macht es gut und bleibt gesund. Ciao, ciao.